Und vor wie vielen Jahren ist es dann gewesen, dass du für Momo entdeckt worden bist? Vor drei? Vor 4 Jahren. Ja. Wirst du da eigentlich auf Momo heute noch angesprochen ab und an? Ja, wenn ich angesprochen werde, dann meistens auf Momo, ja. Jetzt hast du das ja damals sehr gut gemacht. Es ist sehr viel über dich geschrieben worden. Manche Leute nennen sowas ja einen richtigen Kinderstar, obwohl das Wort natürlich kein so arg schönes ist. Hat man da eigentlich mehr Nachteile oder hat man da auch Vorteile? Wie ist es bei Also, dir? es sind viele Vorteile, also. Was denn zum Beispiel? Was sagen denn die Freundinnen dazu? Na, die freuen sich mit mir und so. Und ist doch aller nett, aber Nachteile, die sind halt, ist halt doof, dass man immer angesprochen wird, wenn man mal ins Kino geht oder auf die Straße, wird man, ah, bist du nicht die Momo? Es gibt doch viele Neider, muss ich ehrlich sagen, und das finde ich Natürlich irgendwie dann blöd. weniger schön. Und du hast einen ganz vollen Terminkalender. Du machst eine ganze Menge fürs ZDF zum Beispiel. Da sieht man dich jetzt wieder am Karfreitag um 20:15 Uhr in einem Fernsehspiel. Das heißt, schuldig, was ist denn da? Worum geht denn das? Ja, also mein Vater, der wird von jemandem angefahren, der ist angetrunken und also angefahren, wird totgefahren und der begeht dann Fahrerflucht und hat dann fühlt sich schuldig, hat ein schlechtes Gewissen Nicht und erzählen, wie es ausgeht. Das ist eine ja, sehr naja. komplizierte Geschichte. Am besten, wir gucken mal da ein bisschen rein und schauen, wie du da schauspielerst. Schauen wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an. Schaut mal, was ich hier habe. Was ist denn das? Ist das für uns? Macht auf. Da bewegt sich was. Mach auf! Schenken Sie uns den? Ja, der gehört euch. Aber ihr müsst natürlich erst eure Mutter fragen, ob sie einverstanden ist, ja? Die ist einverstanden. Wir hatten früher auch mal Hund, aber der ist überfahren worden mit meinem Papi. Ja, ich weiß. Guck mal, Mami, ist der nicht süß? Der ist von Herrn Wienand. Hat gesagt, wir dürfen ihn behalten, wenn du einverstanden bist. Bist doch einverstanden, ja? Bitte. Das ist nicht fair von Ihnen. Sie wissen ganz genau, dass ich nicht mehr die geringste Chance habe, Nein zu sagen. Am Karfreitag haben wir gesagt, um 20.15 Uhr, da gibt es mehr von diesem Fernsehspiel. Schuldig heißt das, ne? Aber es ist ja nicht das Einzige, was du machst. Du hast ja inzwischen in zwei Serien, glaube ich, schon vor der Kamera gestanden. Ja, also einmal war ich bei Das Nest dabei, aber es war nur eine Gastrolle in einer Folge. Und dann kommt noch Nachschuldig, Rivalen der Rennbahn. Auch im ZDF? Auch im ZDF. Und du spielst ja immer neben sehr bekannten Schauspielern. Also du hast zum Beispiel gedreht neben Ben Kingsley, da werden dich sehr viele auch sehr beneiden drum. Das ist der Gandhi. Wie ist das? Oder neben Thomas Fritsch zum Beispiel, wer denn noch? John Huston halt. Wie ist denn das, wenn man mit den großen Schauspielern spielt? Schwärmt man dann auch so ein bisschen für die? Also ehrlich gesagt kannte ich Ben Kingsley, John Huston, so kannte ich die noch gar nicht. Ich meine, ich war noch kleiner, würde ich auch jetzt gar nicht so kennen. Aber ich meine, die sind auch ganz normal wie jeder andere auch, wie alle anderen Schauspieler. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Möchtest du weitermachen? Möchtest du Schauspielerin werden, wenn du das Gymnasium fertig gemacht hast? Ja, bis jetzt noch, ja. Gut, also dann wünschen wir dir toi 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 für die Zukunft. Schön, dass du da warst und man wird dich heute wiedersehen. Du wirst nämlich Glücksfee spielen. Machst du das zum ersten Mal? Ja, Lottozahlen ziehen? Zum zum ersten ersten Mal. Toi toi toi. Wird alles klappen? Spielst du selber Lotto? Nein, noch nicht. Ja, auch. Auch? Na, dann drückst du dir wahrscheinlich selber die Daumen. Schön, dass du da warst, Radost.